Hallo alle zusammen, heute machen wir einen köstlichen, luftigen, mega schokoladigen Nachtisch. Es ist wirklich so köstlich, da ist jeder Gast total begeistert davon. Die große Form habe ich für die kleine Familienfeier, aber damit wir auch schön zusammen reinschauen können, habe ich hier noch ein kleines Förmchen gemacht. Schauen wir mal rein. Schau mal. Da ist ganz viel Creme und Biskuitteig unten. Hammer. Und nun zum Rezept. Es geht gleich mit dem Teig los. Ich habe hier 4 Eier. Dazu gebe ich eine Prise Salz, Zucker und Vanilleextrakt einen Teelöffel. So. Das Ganze mit dem Mixer verrühren. Circa eine Minute habe ich jetzt dafür benötigt. Jetzt habe ich hier 2 Esslöffel heiß abgekochtes Wasser. Und nun wird das Ganze steif geschlagen. Schaut mal, nicht steif, sondern schaumig. Das waren jetzt bestimmt 6 Minuten. Nun kommt Backkakao, 2 Esslöffel. Dann Mehl, 100 Gramm und Backpulver eine Tüte hinein, am besten hinein sieben. Das werden wir jetzt auf schwächster Stufe hinein arbeiten mit dem Mixer. Meine Form hat einen Durchmesser von 32 auf 27 cm und 7 cm Höhe und ich werde noch ein kleines dazu extra backen. Also die Form sollte zu einem Drittel gefüllt sein. Einmal. So. Und noch das kleine Förmchen. Der Backofen heizt vor auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Egal welche Form man nimmt, man muss den Teig zu einem Drittel befüllen, weil das geht dann noch ein bisschen auf und da ist noch jede Menge Creme, die dann drauf kommt. Okay, der Backofen ist vorgeheizt, jetzt geht's in den Backofen. Der Boden bekommt eine große Portion Kakao. Ich habe hier einfach Trinkschokolade, also es ist süßer Kakao. Ein Esslöffel, zwei, drei. Hier habe ich übrigens gekochte Milch, 250 Milliliter, kurz aufgekocht. Kakao einrühren, fertig. 25 Minuten war der Boden im Backofen. Nun habe ich hier so ein Stäbchen oder man nimmt einen Zahnstocher und steche da ganz oft hinein. Das haben wir gemacht, damit der Boden unseren Kakao schön gleichmäßig aufnimmt. Das verteilen wir überall. Das stellen wir jetzt mal zur Seite. So, nun kommen wir zu der Creme. Ich habe 2 Tüten Schlagcreme. Die gebe ich in eine Schüssel. Dazu gebe ich 300 Milliliter kalter Milch. Und das Ganze wird jetzt mit dem Mixer geschlagen. Nach ein paar Minuten schlagen haben wir so eine schöne, leckere, feste Masse. Meine Lieben, jetzt kochen wir den Pudding auf Schoko, so wie es da steht, mit 500 Milliliter Milch und dem Zucker, der da angegeben ist. Oder man nimmt gleich einen fertigen Pudding, das sind auch 500 Gramm. Also laut dem Rezept, wo ich das genommen habe, da hat die Dame fertigen Pudding genommen. Deswegen werde ich mich jetzt trauen und das auch machen. Aber wie gesagt, man kann natürlich auch einen kochen. Das ist kalt und der Schokopudding, den man dann selber kocht, sollte dann natürlich auch abkühlen. Das rühre ich jetzt hier vorsichtig hinein. Und das geben wir jetzt auf den Boden drauf. Das ist so eine köstliche Creme. Die ist nicht zu süß, perfekt. Oh, schön schokoladig.
Lecker. So, und gleichmäßig verteilen. Habe ich hier einen Topf mit Wasser. Da rein kommt eine Schüssel. Der Boden von der Schüssel ist leicht im Wasser. Schaut mal, Schokolade. Ich habe Vollmilchschokolade. Man kann natürlich auch die Zartbitterschokolade nehmen. Die Blockschokolade 150 Gramm habe ich klein geschnitten. Dann schmilzt es einfacher. So sieht es ja vorher aus. Das gebe ich hier hinein. Und das Wasser darf jetzt nicht zu arg kochen. Jetzt von maximal Stufe 9 gebe ich Stufe 7 ein. Und dann auch ständig rühren, damit es schneller schmilzt. So, die Schokolade ist geschmolzen. Perfekt. Nun fülle ich sie in eine Spritztüte oder man macht es mit dem Frühstücksbeutel und schneidet da ganz klein die Spitze ab. Und los geht's. So. Rauf und runter. Schaut mal, was für ein schönes Muster dabei entsteht. Der köstliche, luftige Nachtisch sollte jetzt 1-2 Stunden noch im Kühlschrank verbringen und dann kann man ihn auch schon genießen. Man kann auch wunderbar den Nachtisch auch einen Tag vorher vorbereiten und im Kühlschrank auf dessen Einsatz warten lassen. Freunde, wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und Kommentare sehr, sehr freuen. Um keine weiteren leckeren Videos zu verpassen, abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia.